Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von Plague Tale Requiem. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich würde sagen, folgen mal Sophia. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Machen wir jetzt uns auf den Weg? Eine neue Trägerin zu finden? Bald geschafft. Vorne sind schon die Pferde. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Erreicht den Gipfel. Wohin gehen wir jetzt? Okay, hoch können wir jetzt nicht mehr. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Können wir denn hier hoch? Nee. Die Berge sind hier schon krass. Jo, häng doch nicht. Komm schon, du schaffst es. Okay, mit wem redet sie?
auch. Schon gut, keine Sorge. Ich glaube, hier liegt er. Hey. Die sind zum ersten Mal hier. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest, alles um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Ich werde nicht vergessen lassen. Ruhe in Frieden, Hugo. Okay, jetzt ist das Spiel zu Ende. Oh, krass, 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 krass. Ja, wo wir die ersten Erinnerungen gesammelt haben, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, dass irgendwas mit Hugo passiert. Also, dass er jetzt halt quasi nicht mehr lebt. Und ja, war schon ein wenig komisch, dass wir so die Erinnerung gesammelt haben. Weil am Ende, ja, da gibt es halt zwei Optionen. Entweder lassen wir das oder ziehen halt komplett durch. Weil wir haben halt die Schleuder gar nicht benutzt. Dafür hat Lukas ihn quasi die Makula quasi so beendet. Aber ja. Dann hätten wir was anderes machen können. Ich meine, das fing ja schon damit an,
meine, die Makula hat sich ja ernährt von den ganzen Hass und von Krieg und so. Und die haben wir halt von Hugo gar nicht fernhalten können. Beziehungsweise haben das gar nicht ferngehalten. Ich meine, erst kamen ja die Bienen. Da die Bienentypen. Da wurde Hugo wütend und da kamen schon die ersten Ratten. Da kam Vodor, wo ihn verletzt hat. Ja, bei der Insel wollten die den... Hat er viel Blut und Leid gesehen. Das nährt die auch. Irgendwie haben wir das, was wir gemacht haben, eher für die Makula halt gemacht. Ich meine, wir haben ja Leute umgebracht, wir haben ja ihm ja das ganze Blut sehen ja lassen und wir haben ja nicht so gesagt, okay, wir gehen jetzt zu der Insel und führen da ein ruhiges Leben. Amnesia war ein bisschen so krampfhaft unterwegs, finde ich. Die wollte halt nur, ja, ich will das jetzt und was wäre... Und hat immer halt so nachgehakt. Aber die hat halt gar nicht gesehen, okay, das schadet jetzt ihm. Also, finde ich jetzt zum Beispiel. Und es ging ja halt jetzt so aus, dass die Makula hat ihn... Dass die Makula jetzt halt die Kontrolle von ihnen hatte. Und ja. Wir hätten gleich am Anfang. Ja, wir hätten ein bisschen gespielt und dann wären wir zurückgelaufen. Da wäre das gar nicht passiert, glaube ich. Ich meine, als Träger musst du, glaube ich, kein Leid, kein Krieg und so sehen, sondern einfach nur ein ruhiges, normales Leben haben. Wenn starke Emotionen dabei eine Rolle spielen, dann nährt es halt die Makula. Aber so. Krass. Ja, ich bin mal gespannt, ob es einen dritten Teil davon wird. Ich meine, wir sind ja jetzt alleine unterwegs mit Luca, mit Sophia quasi. Ob wir weiter quasi an den Trägern suchen. Und ja. Der Soundtrack vom Spiel fand ich richtig schön. Der hat mir sehr gut gefallen. Die Grafiken, oh mein Gott. Die Grafik vom Spiel, die waren echt, echt wunderschön. Also grafisch war das echt ein Highlight für mich. Ja, die Story. Ja. Da gibt es bestimmt viele Enden und so, glaube ich. Vom Gameplay. Fand die Steuerung mit der Schleuder ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da man hatte so mit der Maus viel zu tun. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit, die ganzen Sachen anzuwählen. Da fand ich die Kampfsteuerung beim ersten Teil viel entspannter. Und ja. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Game findet. Könnt mir ja gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Ich packe euch wieder so einen Steam-Link unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir ja gerne angucken. Dann, ob ihr euch das holen wollt oder nicht. Ich meine, ich verdiene dadurch nichts oder so. Aber wenn ihr das Game gefallen habt, wenn euch das Game gefallen habt, ja, wieso nicht dann holen? Ja. Ich glaube, ich mache noch einen Teil.
Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich mache vielleicht noch ein Part, aber ich weiß es noch nicht. Mit der Entscheidung, was wäre passiert, wenn wir ihn getötet hätten. Also, wenn wir die Schleuder rausgeholt haben und ihn mit den Steinen erwischt hätten. Was wäre dann? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Für jeden Kommentar und für jeden Like, dem ihr die ganze Videoreihe gegeben habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Tag verschönern mit meinen Videos und wir sehen uns zum nächsten Projekt rein. Ciao, euer Crunchy. Plague Tale 3, Fragezeichen. Du hast eine besondere Färbung für die Armbrust erhalten. Geh zu Extras, um sie auszurüsten. Neues Spiel Plus. Du kannst nun einen neuen Spielstand auf einem speziellen Schwierigkeitsgrad starten mit allen Codex-Einträgen, Aufwertungen und Fähigkeiten, die im letzten Durchlauf erhalten hast. Geil, die Färbung, die habe ich mir immer gewünscht. Okay, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy. Euer neuer Nimbus 2001.